Kinder-Session aus der Demo-Version. Aus dem Netztest. Das erste Gebiet hier dürfte nicht zu schwierig werden. Weil einiges schon bekannt ist. Die schöne Jahrmarktmusik. Sind wir auf einem Jahrmarkt? Vielleicht finden wir irgendwo ein paar Münzen, die wir benutzen können. Es duftet immer noch nach Zuckerwatte, Popcorn und Frittierfett. Mehr ist von leckeren Slushies in ihrer Jugend nicht übrig geblieben. Okay, ein Fernrohr. Kann man durchziehen. Mo hat keine Münze, um es einzuschalten. Wir müssen also Münzen sammeln. Da ist es doch, das Gerät. Das erste. The machine looks intact. Wahrscheinlich von drei. Waiting for a spark. Na, können wir es aufpeppen? Hinauf. Okay, dann kommen wir hier runter. Interessant. Gehen wir erstmal hier entlang. Tja, das sieht aus wie ein Kompost. Mysteriöser Blubber in der Brei. Da drin ist ein mysteriöser Berry, der Sanddornbeerjunge, der jetzt Wände besuchen. Okay. Müssen wir mal kurz den Stab rausholen. Sagt uns, wir sollen da hoch. Genau da hoch. Tja. Was machen wir nun? Jetzt nicht weiter. Wait. Wenn wir hier aufsteigen könnten, dann wäre das sehr gut. Und wir müssen wahrscheinlich erstmal da oben drauf kommen. Vom Ghost aus können wir dann springen. Okay. Ich komme da jetzt hoch. Na. Sehr schön. Hier sind wir hier. Den Wagen mal davon schieben. Sehr schön. Ein bisschen Energie.
Aha. Luftauffrischung. The air still tastes foul, but the acrid poison is mostly gone. Two more to go. Sehr schön. Ich habe noch zwei andere. Okay. Kommen wir runter. Ich gar nicht mehr runter. Ah, okay. Spielsteuerung wieder kapiert. Jetzt müssen wir aufs andere Ende der Insel. Nicht hoch, da waren wir schon oben. Okay, kann man nicht durch. Müssen wir vielleicht einen Schritt zurückgehen. Dadurch die Hütte nochmal durch. Genau das. Durch die Hütte nochmal durch und dann können wir dort auf die andere Seite der Insel. Zwei Luftauffrischer fehlen uns noch. Kopfkratz. Ich geh mal runter. Und mein Hirn blank. Die waren wir schon. Die haben wir schon gesehen. Ich nehme mal schnell durch. Hier geht es nämlich weiter. Die Werkzeug, der Werkzeugkasten ihres Onkels fehlt. Und wird erst wohl brauchen für ein paar Reparaturen. Zum Beispiel. Moore remembers every one of these masks. The people who once wore them. The lingering memories of people. In one way or another. Now gone. Unbekümmertheit. Prost. Wie geht's noch weiter? Sehr schön. Ups, hier gibt es eine Maske, die wir nicht aufheben können. Okay, gibt es einen Schalter. Sehr schön. Neuen Weg freigeschaltet. Oha. Das war nicht beabsichtigt, aber okay. Machen wir einen Weg nach drüben frei. Wir wollen erstmal hier weiter. Da geht's zurück zum Boot. Hier haben wir noch einiges zu tun. Okay. Ein Tor. Ob das Rätsel ist Lösung, weiß ich. Kennen wir aus der Demo-Version. Wie war das noch gleich? Da mussten wir, glaube ich, hoch. Mussten wir das Ding da runter entfernen und dann da hoch. Und dann von hinten durch. Ich glaube, so war das.
He didn't want kids sneaking around, breaking things, or adults stealing things. But more was always welcome here. More was family. Das stimmt. Wie lässt sich das vom Inneren öffnen? Sehr schön, was haben wir hier? Ein Boot. Sehr schön. Kommen wir jetzt nicht rüber. Wir müssen doch bestimmt dort dran hängen. Achso, wenn wir das Schiff hierher kriegen, dann können wir uns da einen Anker hängen. So war das, glaube ich. Muss man das Schiff ein bisschen bewegen. Ich meine das Boot. Das Schiff haben wir drüben im Hafen stehen. Reicht eigentlich schon. Sehr schön, jetzt hier hoch. Da sind wir oben. Kann man gleich das Tor aufmachen. Sperre das Tor auf. Okay, was wird denn hier gepumpt? Eine Erinnerung. Moore remembers the heat on her tongue and fingers. As she snuck a taste of the steaming sweet sour jam. For weeks after, she'd carry a little teaspoon, so she wouldn't have to wash her hands. Marmelade. 5 und 12 Erinnerungen. Okay. Es sind noch viel mehr Erinnerungen, die wir vielleicht auch schon übergangen haben. Übersehen haben. Okay, das ist ein armes Häschen gestorben. Pilz hat heute schon viele Opfer gefordert. Ja, der wird nicht weggeweht durch die Windmacher. Deswegen stirbt hier alles. Ah. Vielleicht wären sie in ihren Bauern geschützt gewesen. Eine Erinnerung. Moore remembers the first time she saw the farmer, singing a song as he lit a candle by this tree. She didn't understand what he meant until later. That things are only gone when they are forgotten. Fünf von fünf. Da müssen wir mal hoch. Ich sehe doch schon irgendwen. Kann das der Onkel sein? The old man and his looks. Protecting his property, as if a crowd might wander once again. Okay, wir müssen einen Schlüssel finden. Hier hat er sein Erzeugnis probiert. Moore takes in the sour scents of the fermented berries, deeply curious to know their taste. Müssen erstmal einen Schlüssel finden. Bitte mit einem schweren Vorhängeschloss verriegelt. Wo gab es denn hier den Schlüssel? So kommen wir da nicht hoch. Mo auf Schlüsseljagd. Irgendwo einen Schlüssel. Müssen wir noch weiter gucken. Hier waren wir noch nicht. Doch, hier waren wir schon. Da oben irgendwo ins Haus.
öffnen und wo einen Schlüssel finden. Okay, kommen wir hier nicht mehr zurück? Doch, kommen wir. Schlüssel. Vielleicht bei ihm im Haus. Wäre machbar. Wäre denkbar. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? So, hier. Wahrscheinlich nichts. Können wir gucken. Im Ofen kein Schlüssel. Hier können wir nochmal hoch. Da waren wir durch noch nicht. Nichts als Rost und Fischfett. Fischfest, Fett, Rost. Jetzt eine Erinnerung. Moore never understood the appeal of bones. To decorate a tourist attraction. It's authentic, her uncle would say. But he'd always dodge the question of whether the bones were from a whale or another large creature. Mm-hmm. Darunter müssen wir. Aber wo kriegen wir den Schlüssel her? Vielleicht zeigt uns das auch an. So wie Jack Sparrows Kompass, dieser. Der Stab. Zeigt uns an, wo unser größtes Begehren ist. Komm ich mal runter. Schlüssel brauchen wir hier. Alles klar. Einer der Truhen vielleicht. Wo finden wir da jetzt was Schlüsseliges? Okay, nach oben müssen wir. Wie es aussieht. Hier entlang. Aber wie? So, vielleicht müssen wir runter und dann wieder hoch. Wäre denkbar. Das führt uns nur zum in Sackgasse, zu unserem. Mit verschlossenen Türen müssen erstmal noch einen Schlüssel für finden. Nimm mal die Applikation hier. Okay, da kommt mal nichts ran.
Ja, sind Schlüssel versteckt. Ich weiß es nicht. Kommen wir da jetzt hoch zur nächsten. Ich weiß, dass wir da hin müssen. Das funzt nicht ganz so. Können wir hier vielleicht hoch? Ja, können wir, aber was bringt's? Ah, okay, da geht's weiter. Finden wir vielleicht einen Weg für den Schlüssel. Den hat Onkel mit seiner Harpune selbst erlegt. Hier geht's weiter. Sehr schön. Jeder Mensch braucht ein Hobby. Für den Onkel ist der Angeln von großen Fischen. Und hier gibt es eine Erinnerung. Die holen wir uns. Nein. Ich sag, die holen wir uns. Was mache ich denn? Springen sollst du nicht runterklettern. Genau so. Moore remembers excitedly showing everyone who would humor her the sounds and rhythms of the machine underneath the land. Her uncle always stayed the longest, watching her face light up the little dark holes inside. Okay, hier nochmal hoch. Gibt es eine Tür zu öffnen? Dann kommen wir hoffentlich gleich rüber zur nächsten. Windmaschine. The old wood groans, dreaming of past revolutions. Die Windmühle funktioniert natürlich nicht. Before turning to dust. So, sehr schön hier hoch. Okay, jetzt müssen wir das richtig machen. Dass wir da hochklettern können. Müssen wir lang genug drehen. Und hinunter. Da sind wir beim Onkel. Eine Tür, eine Glastür. Wie haben sie denn hier hingebaut? Wie sind die hier hingekommen? Sterben kann man jetzt hier nicht wirklich im Spiel, oder? Jetzt zu weit hinausspringe. The berry farmer sighs, exhausted from his struggle. Ist das der Living Onkel? Things are his purview, oder was? Not machines. So for all his troubles, all his striving to fix the machine, ich hab den Stab. Born no fruit. Ich helfe. Da kommen wir dann rüber. Hallöchen. Moore frowns, her frustration growing. She warned him
not to toy with the machines. Moore's uncle huffs, disappointed at his niece's rudeness. For heaven's sake, was I meant to just watch as the poisonous dust slowly settled around my island? So. He was meant to stay inside and wait for her mal. To be done. His heroics were simply unneeded. Reparieren wir das zweite. Das dritte folgt dann zugleich. Sehr schön. Und mit unserem magischen Gerät pumpen wir die Energie in das Ding. Da war es noch eins. Looks like the old man didn't touch anything important. Dieser Teil der Insel ist geschützt. Feinde, finde den leeren letzten Luftreiniger. Ja, ich sehe es. Dann finde ich meinen letzten Luftreiniger. Bis gleich, Onkel. Der wird dort irgendwo da drüben sein. Da müssen wir hoch. Das tun wir noch nicht. Das Raufkommen tun wir noch nicht. Wir müssen auch noch einen Schlüssel finden, um das Tor dort. Und haben wir das. Das haben wir jetzt nur übergangen, wahrscheinlich. Befürchte ich. Dann kommen wir jetzt hier weiter voran. Waren wir eigentlich schon mal bei dem Ding? Okay, wir werden es noch mal versuchen. Noch mal über die Windmühle hier. Vielleicht macht sich jetzt ein anderer Weg. Lässt sich ein anderer Weg öffnen. Hier geht es nur wieder hier rüber. Okay. Wird man hier was versuchen? Vielleicht klappt da ja was. Wenig. Okay, an dem Ding können wir auch nicht ziehen. Okay. Finden wir mal einen Weg nach oben. Jetzt müssen wir erstmal runter, befürchte ich. Ganz runter. Gehen wir dorthin lang. Sieht gerade nicht danach aus. Okay, da können wir nicht lang. Hier können wir lang.
Da brauchen wir Schlüssel, das ist der Schlüsselbereich hier wieder. Hier wird Schlüssel her. Den Schlüssel immer noch nicht. Ich muss da unten noch rausrücken. Da laufen wir nochmal zu dem. Auf einmal nochmal zu dem zu laufen. Ist jetzt ein Umstand. Wenn ich irgendwie einen Stein nehmen und das dann mit aufschlagen. Ich glaube nicht, dass das so eine. Dass da was bringt, um mal hinzulaufen. Lass mich kurz mal überlegen. Wie kommen wir zum Schlüssel? Oha, oha. Und wir müssen weit durch. Ich glaube, der umgekehrten Schlüssel. Wäre logisch. Dann sollten wir da mal rüber. Relief washes over her uncle at the sight of her success. Feeling thankful and a little ashamed, he offers some seaberry wine as reconciliation. He hands over his key, of his trust, and asks her to fetch them a bottle of his finest, the one tucked away in the shed. Dachte ich mir schon, dass der den hat. Du hast den Generalschlüssel, den sie erhalten. Sehr schön. Herzlichen Dank.